Da geht es darum, und das interessiert leider relativ wenige Menschen. Es geht darum, dass am Freitag die erste von vielen Kundgebungen, sagen wir es mal so, war. Entschuldigung, ich wollte niemanden beleidigen. Es ging darum, dass die Pflege immer mehr zu tun hat, immer weniger Mitarbeiter hat, um ihre Arbeit zu machen. Nachts auf Station so wenig Pflegepersonal vorhanden ist, also wenn da ein Notfall reinkommt und so, dann sind die richtig am Rödeln. Und es geht halt darum, dass man sagen muss, obwohl dieses Pflegekräftestärkungsgesetz, das ja eine Farce der Politik ist, auf den Weg gebracht wurde, aber das ist also dieses Pflegekräftestärkungsgesetz hat eigentlich nur ein Ziel, und das ist das Ziel, kleine Kliniken praktisch durch Strafzahlungen so weit zu bringen, dass sie schließen müssen, um dann praktisch einen Arbeitskräfteüberschuss zu haben. So denkt zumindest die Politik. Dass die dann in die großen Kliniken abwandern, die eben mehr Kohle haben. Also so der Hintergrund dieses Pflegekräftestärkungsgesetzes. Weil da ist es so, wenn in der Nacht oder unterm Tag so und so viele Patienten müssen, so und so viele Pflegekräfte vorhanden sein, sind die nicht vorhanden, muss man Strafe zahlen. Also das ist total lächerlich. Und auf alle Fälle ist es so, dass in München, wie wir gestern ja schon geredet haben, der Wohnraum und das Leben einfach gigantisch teuer ist. Also das ist alles so sehr teuer, dass sie relativ wenige Pflegekräfte oder auch andere Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in den unteren Lohngruppen praktisch ein Leben in München leisten können. Nee, da ist keine angekommen. Das war nur ein Sticker. Ich hab mich vorher gewundert, weil vorher hab ich nur so gefreut, weil unten rechts, oben rechts im Eck so ein Zombie läuft. Aber gut. Auf alle Fälle ging es darum, dass es immer eine Münchenzulage gegeben hat. Das waren, ich glaube, 85 Euro für die unteren Lohngruppen, das, wo man praktisch on top auf seinen Lohn drauf bekommen hat, diese Ballungsraumzulage. Die 85 Euro sind eine absolute Lächerlichkeit, weil mit den 85 Euro, das wird auch noch alles versteuert, da bleiben da, ja, mal Pi mal Daumen gerechnet, vielleicht 60 Euro über. Also in die unteren Lohngruppen wird ja nicht so viel, Gott sei Dank, abgezogen an Steuern und Lohnnebenkosten. Auf alle Fälle 85 Euro, und dann hat die Stadt München, weil es sind ja jetzt Kommunalwahlen, da kommen wir jetzt nämlich auf die Politik zu sprechen, hat ihren Mitarbeitern allen 270 Euro Ballungsraumzulage zukommen lassen dieses Jahr, also im Jahr 2019. Und die Tochtergesellschaften, wie eben jetzt, ich mache mich jetzt mal klein, wie hier zu sehen, haben davon leider nichts abbekommen. Und dann war es eben so, dass am Freitag die erste Kundgebung von der Gewerkschaft Verdi war, die wo gesagt haben, wir wollen auch diese 270 Euro für Pflegekräfte zum Beispiel und auch pflegeferne Berufe, weil ganz ehrlich, was die städtischen Mitarbeiter bekommen, warum sollen das nicht auch die Tochterfirmen bekommen? Die leben auch in München, die leisten eine richtig gute Arbeit, um die Menschen zu pflegen. Jeder ist froh, wenn er ins Krankenhaus kommt und er wird richtig behandelt. Und ja, da scheint wohl der Arbeitgeber dort etwas dagegen zu haben, dass er diese 270 Euro
diesen Menschen zukommen lässt. Und da war jetzt eben am Freitag diese Demo da in München. Und ja, war ganz cool. War ein NTV wohl da und da ist richtig auch zur Sache gegangen. Also das war da vom Haupteingang in der Thalkirchner Straße irgendwie. Und da waren von Verdi die Sekretäre da und haben da ihre Reden geschwungen. Vielleicht sieht man den einen oder anderen, den man kennt. Auf alle Fälle war das total cool. Nicht auf den Hinterkopf achten, ich bin das nicht. Dass diese Klinik keine Arbeitsbedingungen bietet, von denen die Menschen in dieser Stadt. Aber ich finde das eher total. Ja, überhaupt. Also Kliniken und also alles, was mit Pflege, mit Krankheit zu tun hat, darf nicht in private Hände gehen. Das darf nicht passieren. Diese 270 Euro nicht mehr sind als das Mindeste, was notwendig ist dafür. Und das Schlimme, oder ich finde, dass das Ganze zu wenig Aufmerksamkeit kriegt. Ich habe schon zum Ben, das ist der Mensch, der wo jetzt da gerade hier seine Rede schwingt, habe ich zum Beispiel auch gesagt, man müsste das Ganze viel weiter aufhängen und müsste das praktisch auf dem Marienplatz mal machen. Also dass wirklich alle Menschen mitbekommen, was hier so abläuft in der Pflege. Als ich damals von Station gegangen bin, hat meine Leitung mich gefragt, warum gehst du denn eigentlich zu Verdi? Ja, ich will mir gar keinen BMW mehr kaufen. Gar nicht. Genau. Also ich möchte euch das eigentlich nur näher bringen, falls ihr mal irgendwie angesprochen werdet oder so, wegen Unterschriften oder so. Ihr wisst auf alle Fälle, um was das da jetzt geht und es ist für alles genug Geld da. Es ist genug Geld da, dass man eine Umfirmierung stattfinden lässt. Es ist für alles Geld da. Und ich finde, dass die Pflege und nicht nur die Pflege, auch Küchenkräfte und alle hätten es verdient, auch diese 270 Euro zu bekommen, weil die brauchen zwei und drei Jobs. Nur die Pflegeschüler bei uns, leisten volle Arbeit auf Station. Ja, TVL, TVÖD, also das ist alles. Also irgendjemand hat das halt geschrieben, ab A13 oder gestern, ab A13 bist du erst der Mensch. So, ganz so schlimm ist es ja nicht. Oder naja, bei uns gibt es ja kein A mehr, sondern nur noch die normalen 1 bis 15. Aber wenn ich halt schaue, dass die Küchenmitarbeiter in der EG1 arbeiten, ist das schon der Wahnsinn. Und München Wohnraum ist fast unbezahlbar. Ich habe gestern in meinem Video irrtümlich gesagt, dass es keine. Ich mache jetzt das einmal da wieder aus. Ich habe gestern in meinem Video irrtümlich gesagt, dass es in München keine Wohnungen mehr für städtische Mitarbeiter gibt. Es war etwas falsch ausgedrückt. Die städtischen Mitarbeiter haben wohl noch Zugriff, aber nicht die der Tochterfirmen, weil bei uns ist es so, dass die GWG oder die GEWOFAG praktisch diese ganze Wohnraumvergabe übernommen hat. Und um in den Genuss einer geförderten Wohnung zu kommen, das ist echt so gut wie unmöglich. Und wir haben so viele Pflegeschülerinnen. Ich schalte jetzt nochmal ganz kurz um. Zum Beispiel diese junge Dame hier ist bei uns Pflegeschülerin. Ich darf sie auch zeigen, weil das ist ja offen auf YouTube zu sehen. Also wenn jetzt da jemand wegen Urheberrecht oder sowas sich aufregen würde. Fakt ist das, die kommt aus Norddeutschland, macht bei uns die Krankenpflegeschule, möchte in München weiterarbeiten. Und die kann es teilweise wahrscheinlich nicht mehr leisten, dass ab und zu mal heimfährt zu ihren Eltern. Und deswegen fordert eben Verdi 270 Euro für alle Lohngruppen
und 270 Euro auch für die Auszubildenden, weil die Auszubildenden in den Kliniken tatsächlich genauso arbeiten als wie eine ganz examinierte Pflegekraft. Also da gibt es so gut wie keinen Unterschied mehr. Und ohne diese Azubis, ohne diese Mädels und Jungs waren wir total aufgeschmissen. Das würde nicht funktionieren. Und ich möchte nicht wissen, was passiert. Das hat unsere GBR-Vorsitzende in dem Video, in dem anderen Video recht gut erklärt. Wir können mal ganz kurz reinschauen, wenn ihr Bock habt. Dann seht ihr es nämlich auch einmal schnell. Die hat es nämlich wirklich, wirklich super, super erklärt. Ja, bei uns diese Ballungsraumzulage, wie gesagt, hat es bei uns auch oder gibt es bei uns auch für die unteren Lohngruppen, die beträgt eben 85 Euro. Aber die Stadt München hat eben dieses Jahr, wahrscheinlich auch durch das, weil Kommunalwahlen sind, beschlossen, dass 270 Euro bezahlen werden. Oder die bezahlen es jetzt ihren Mitarbeitern schon. Und deswegen finde ich, dass die Tochtergesellschaften da nicht nachstehen dürfen. Und ich kann mir vorstellen, in Anbetracht dessen, dass die Politiker ja immer gut dastehen möchten, könnte ich mir vorstellen, dass dass der Stadtrat vielleicht da auch zustimmt. Und Verdi macht da auch inzwischen ganz schön Druck drauf. Aber ich bin jetzt einmal ein bisschen still, weil die Rede ist super. Nein, bin ich nicht. Ich bin kein Lehrer für Pflegeberufe. Schulungen mache ich eher im SAP-Umfeld, falls du auf das anspielst. Also ich finde wirklich, die Rede ist hörenswert. Das Allerschlimmste an dem Ganzen ist, ich habe einmal schon ein Video über dieses Thema Pflegeberufe gemacht, wie eben dieses Pflegekräftestärkungsgesetz auf den Markt gekommen ist. Und das wird von der Bevölkerung so wenig beachtet, dieses Thema. Und das ist schade, weil jeder von uns kann krank werden, jeder von uns kann mal ins Krankenhaus kommen. Und dann ist er froh um ein gutes Essen, dann ist er froh um Pflegekräfte, die wo da sind, die wo motiviert sind und die wo vor allem nicht total überlastet sind. Man hört nichts. Echt nicht? Lange Geld da ist für die Jetzt? Hört man Marketingabteilung, jetzt die was? immer mehr aufgeblasen wird und eine Rechtsabteilung, die immer besser ausgestattet wird. So lange ist auch Geld für die Münchenzulage da. Na, ich hoffe, Denn man hört es Kolleginnen jetzt, und oder? Kollegen, wer bitte hat es mehr verdient als wir? Ich hoffe ja doch nicht, dass sie mir Software aufgeben können. Unsere Marketingabteilung stellt ihre Arbeit für 4 Wochen ein. Und jetzt stellt euch Ja, die vor, München braucht unsere Schwestern, die Kolleginnen werden das aus aber den dann Küchen wahrscheinlich mit wegbekommen. der Gehaltsgruppe Die München 1 kann legen ihre Arbeit nur für 48 Stunden nieder. Stellt euch vor, die Rechtsabteilung legt für eine Woche ihre Arbeit Hört man nieder. was? Und jetzt stellt euch vor, unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Labor, von den Therapien, legen ihre Arbeit für 24 Stunden nieder. Stellt euch vor, unsere Geschäftsführung beschließt mal 2 Wochen nichts zu arbeiten. Und jetzt stellt euch vor, die Pflege und Ärzte lassen nur 8 Stunden ihre Arbeit ruhen. Wir sind diejenigen, die den Laden am Laufen halten.
Und wie gesagt, ich bin der Meinung, diese Kundgebung oder die nächste Kundgebung sollte nicht, dass die Münchner gut versorgt sind, in der Nebenstraße stattfinden, wo es keinen Publikumsverkehr ist, sondern tatsächlich und 365 Tage im Jahr. Und deswegen her mit den 270 Euro, wir haben es mehr als verdient. Danke. So. Also ich finde die Rede genial, auch wenn ich ab und zu mal dazwischen geplappert habe. Aber ich finde, dass das leider viel zu wenige darüber nachdenken. Auch im Dritten Orden, da ist es aber ein bisschen besser von der ganzen Situation her, glaube ich. Also die haben noch ein bisschen mehr Pflegepersonal. Ich hoffe, dass ich euch jetzt damit nicht gelangweilt habe, aber mir liegt dieses Thema am Herzen. Und jeder von uns kann krank werden, jeder von uns wird älter, jeder von uns wird mal eine Krankenschwester brauchen und Ärzte brauchen und Pflegepersonal und der wird zu essen brauchen und wird somit auch die Küchenmitarbeiter brauchen, wird die Verwaltungsangestellten brauchen, die dann die Rechnungen an die Krankenkassen schicken, dass man es nicht selber bezahlen muss und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich, und das sage ich auch so, weil ich war da dabei bei dieser Veranstaltung und wie gesagt, dieses Video hat jetzt leider erst 33 Aufrufe. Also man sieht tatsächlich, dass das die Bevölkerung nicht so wirklich interessiert, ob jetzt da jemand 270 Euro bekommt oder nicht. Und das finde ich traurig. Deswegen werde ich eine Auskopplung aus dem Video machen. Meine Videos haben doch ein bisschen mehr Aufrufe als wie 33 und werde es dann nächste Woche mal online stellen. Und ja, es ist eine traurige Story, aber es ist halt leider so.